Herzlich willkommen beim Finanzplaner.ch. Mein Name ist Philipp Mundwiller und ich schaue heute mit Ihnen versicherte Leistungen im Todesfall an. Zur Veranschaulichung habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Wir haben Herr und Frau Muster, ein Ehepaar, haben gemeinsame Kinder, sind angestellt, ein Einkommen von 100'000 und sie möchten sich gegen die Eventualität Tod versichern. In unserem ersten Beispiel schauen wir mal an, was passiert, wenn der Herr Muster würde ableben, und zwar infolge eines Unfalls. Der Herr Muster hat sein Einkommen. Man hat gemeinsam definiert, dass die Frau Muster und die Kinder 70% brauchen vom Einkommen des Herrn Muster, falls er würde ableben. Und jetzt passiert leider das tragische Ereignis. Der Herr Muster lebt zu dem Zeitpunkt ab. Was bekommt also die Frau Muster und die Kinder? Die Frau Muster bekommt eine Witwerrente, im Maximum die 22'560 Franken. Obendrauf, aus dem UVG, gibt es 40% vom versicherbaren Lohn, sprich Maximum 59'200. Und durch das, dass sie ja Kinder hatten, gibt es aus der ersten Säule und aus dem UVG noch Waisenrenten. Die Waisenrenten gibt es aber jedoch nur, solange die Kinder 18, Maximum 25 sind, sprich die erste Ausbildung vollendet haben. Man erkennt also klar, dass es Einkommenseinbussen geben kann, wie man die kann absichern kann, dazu später. Ganz wichtig, der Witwer ist der Witwe nicht gleichgestellt. Das heisst, wenn man das Beispiel würde umkehren und die Frau Muster würde ableben, dann sehen die Leistungen anders aus. Schauen wir an, in unserem Beispiel, wenn der Herr Muster durch eine Krankheit würde ableben, wie sieht es da aus? Der Bedarf wiederum 70%. Tragischer Fall tritt ein. Frau Muster bekommt, wie beim Unfall, eine Witwerrente aus der ersten Säule. Und jetzt ändert es sich. Jetzt gibt es nicht mehr aus dem UVG eine Witwerrente, sondern aus dem BVG oder auch bekannt als Pensionskasse. Und auch da gibt es aus der ersten und aus der zweiten Säule eine Waisenrente, ebenfalls bis Kind 18, Maximum 25 sind, sprich die erste Ausbildung vollendet haben. Als erste Ausbildung gilt zum Beispiel auch ein Bachelor. Dann sieht man klar, dass die Einkommenslücke tendenziell grösser werden können. Wie das konkret bei Ihnen aussieht, tun Sie das unbedingt mit Ihrem Vorsorge- oder Finanzberater anschauen. Auch da gilt das Gleiche wieder. Der Witwer ist der Witwe nicht gleichgestellt. Also die Leistungen können durchaus sehr anders ausfallen, wenn jetzt Frau Muster würde ableben. Wir fassen zusammen. Der Unfall ist meist besser versichert als die Krankheit. Der Witwer ist der Witwe nicht gleichgestellt, also schauen Sie auch diese Situation an mit Ihrem Vorsorge- oder Finanzberater. Denn Kinderrenten sind nur begrenzt. Und Versicherungsschutz durch einen Todesfall, das ist eigentlich der Lösungsansatz, den man haben kann. Wir empfehlen ganz klar reine Risikoversicherungen, also nicht gemischt mit einem Sparteil, sondern dass Sie wirklich klar auf das Risiko sich absichern können. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, Sie bald wieder zu begrüßen. Bis dorthin, eine gute Zeit.